Hi Leute, wir sind hier am Deutschen Eck in Koblenz und wir erleben gerade mit, beziehungsweise es wird jetzt gleich beginnen, dass dieses Schiff hier von der Mosel in den Rhein hineinwendet. Schauen wir uns das Spektakel doch mal an. Jetzt gleich gehen die Motoren los. So, jetzt geradeaus, das ist der Rhein. Hier links ist noch die Mosel und ganz rechts hier, wo die Festung oben ist, Fest Ehrenstein, das ist der Rhein. Wir sind hier am Deutschen Eck, wie gesagt, und das Boot wendet jetzt gerade. Das sieht mir relativ knapp aus. Wir gehen mal hin. Aber nee, das passt schon. Eben kam schon mal hier ein Boot entlang. Da hat der Motor aber richtig Gas gegeben. Ah, jetzt geht's auch los. Achtung. Wow. Das sind aber auch noch mal gerade so 2-3 Meter. Auch ziemlich lang hier dieses Boot. Schiff vielmehr, oder? Schiff. Schwenkt nochmal nach links rüber. Ja, guckt euch das an. Richtig, richtig lang hier das Ding. Stimmt, boah, keine Ahnung, 70 Meter oder so. Eigentlich wollte ich schon wieder weg sein hier, aber ich dachte mir, komm, nee, ich warte, bis sich mal die Sonne da über den Hügel pellt. Dann kann man gleich nochmal ein paar Fotos machen hier von dem Denkmal. Das zeige ich euch auch mal gleich hier nach dem Spektakel. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und da oben müsste eigentlich gleich die Sonne rauskommen. Da hinter diesem, genau jetzt geradeaus, hinter diesem, wo die Seilbahn da oben endet. Die leider erst um 9.30 Uhr losfährt. Ist noch lange hin. Ich glaube, wir haben gerade mal 6:30 oder so. Ich bin ja fast der Nacht angekommen in Koblenz. Ja, okay, also Gefahr gebannt, würde ich sagen. Schiff in Sicherheit. Und jetzt geht es dann weiter. Entweder er legt da hinten an der Seite an oder er fährt jetzt hier quasi stromaufwärts Richtung Rhein. Denn hier ist zur Linken, das ist der Rhein. Genau, da ist das Denkmal. Wir befinden uns auf dem oder an dem Deutschen Eck. Und hier ist die Mosel. Hier fließen quasi die Flüsse ineinander und ja, führen dann ab diesem Punkt ein gemeinsames, gemeinsames Leben, wenn man so will, Richtung Düsseldorf. Richtung Heimat sozusagen. Können wir mal kurz schauen, ob der hier. Ja, nee. Scheint weiter zu fahren, oder? Und da oben sieht man da, müsste eigentlich gleich die Sonne rauskommen. Über den Hügel lauern. Okay, nee, das war's hier mit dem Wenden. Ja, oben, wie gesagt, ist die Festung Ehrenstein. Ich weiß nicht, ob ich da gleich mit dem Auto vielleicht mal kurz hinballer. Falls ja, dann mache ich ein paar Fotos und lad die auf Instagram hoch oder mach vielleicht auch ein kurzes Video von der Festung oben und lad's dann auf YouTube hoch. Ja, Schiff fährt weiter, legt wohl nicht an.
Und ja, die Herren hier von der Reinigung, die sind jetzt auch fertig hier. Haben alles sauber gemacht, bevor die ganzen Touristen hier ankommen. Also, dass es so ruhig ist hier morgens, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wenigstens, dass ein paar Leute hier schon rumhängen. Irgendwelche Jogger hier vielleicht Pausen machen oder so. Aber hier sind nur wir und die Jungs da hinten. Okay, wir machen hier einen Cut und nächstes Video kommt wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen. Bis dahin und ciao.